Hey Leute, hier ist der alte Macher zurück mit Warhammer 2 Total War, The Warden and the Pounch, XY-DLC 1 Milliarde. Hier sind wir. Ich habe mal zwei Upgrades gemacht. Jetzt haben wir noch dieser eine neue Ork, wo wir auf den Spinnenknicker-Typus warten müssen. Was mache ich denn? Glänzende Dingers? Machen wir es mal vor. Stärkere Kampfplattform. Schrottverbesserung, Feinstellung, Anarok-Spinne. Akkenarok-Spinne. Spinne! Spinne. So, jetzt sind wir hier. Wir haben jetzt... Tor Ivresse gemacht, pass auf. Ich überlege jetzt, ob wir mal hier Schwarzochs und so reinnehmen. Pass auf. Wir machen mal mit dem Ork. Besiedeln wir jetzt Trilania. Aber was finden wir noch? Elesnil und Schrein des Loek. Oh man, so blöde Inseln. Wir können die jetzt mal kurz platt machen hier, weil die wird doch bestimmt runterkommen. Und dann machen wir jetzt hier nochmal einen neuen Ork rein. Nehmen wir nochmal einen neuen Ork, oder? Ein Ork Warboss. Nehmen wir Prala, den haben wir schon mal ein bisschen. Machen wir so. Erstmal. Okay. So, wie sieht's hier aus? Da wollten wir jetzt die Untoten plätten. Wir haben eine Armee verloren. Leider, leider. Die ist jetzt hier am Karak-Zink. Wir haben leider global nichts mehr. Wir könnten jetzt fest zum Backpress gehen. Mit denen haben wir keinen Krieg. Den können wir nicht mehr gehen. Mit denen können wir gehen. Können wir das denn schon? Eigentlich schon, oder? Ja, komm, wir gehen mal. Nach Gyroxe. Wir haben noch 12 Runden. Haben wir noch den Wag. Was ist denn da los? Tor Karol. Tor. Ich glaube, das ist meine längste Kampagne bis jetzt. Ich habe ja Warhammer, das allererste Warhammer, was ich auf meinem Kanal gezeigt habe, war das mit den Skaven, wo Warhammer 2 gerade rausgekommen ist, ne? Toll. Da bin ich auf dem Weg hin. Jo. Guck mal, die haben alle noch ziemlich wenig Lebensenergie. Oh, sie haben es nur ausgebeutet. Das ist gut. Das ist gut. Winterzahn. Oh, Winterzahn. Oh, Winterzahn, ich will eigentlich nicht, dass sie sehr stark werden. Weil ich habe keinen Bock, gegen Norska zu kämpfen die ganze Zeit. Das wäre ja blöd. Oh Mann, die sind aber beim Konföderieren übel. Ah, wir gehen weiter. Die müssen wir nochmal ausrotten. Oder wir gehen halt mit denen oben lang, aber das wäre blöd. Wir müssen nach unten gehen. Speciality. Oh Mann, es geht so schnell. Jetzt klingt so magische Dinger. Haben wir noch Spinnenverbesserung, aber. Ich glaube, der zählt dann nicht als Verstärkung, ne? Das ist das Ding. Er ist noch weiter am Rekrutieren. 4 Runden noch. Der ist noch am Belagern. Wir könnten noch einen Counterangriff machen, wenn der nicht selbst angreift. Ab Runde. Noch 7 Runden. Aber guck mal. Das halten wir doch. Guck mal, wie viele schwarze Ochs da drin sind. Das ist krass, oder? Also jetzt haben wir 2 Goblin-Boss-Spawns. Es fehlt einfach noch ein weiterer richtiger Ork. Wir haben beide, die einmal bei dem Schwarzferz starten. Dann haben wir einmal den Tänzer. Ein wilder Ork halt. Jetzt fehlt noch einer. Ey, mir fehlt ein Troll. Ja? Ich meine, es gibt ja auch den Trollboss bei Norska. Wäre geil, wenn es einen Trollboss bei den Orks geben würde.
Kommt bestimmt noch alles. Es gibt ja noch Warhammer 3, da müssen sie sich auch nochmal viel aufsparen. Okay. Die bleiben jetzt erstmal stehen. Wir müssen jetzt erstmal den Süden festigen. Oglok, der fürchterliche. Yeah. Der hat echt noch fast gar nichts bekommen an Level, ne? Das ist krass. Machen wir jetzt erstmal ihn ein bisschen, ne? Machen wir mal Brüller erstmal. Wir werden gleich wieder ziemlich viel Miese machen. Jetzt die Frage, wollen wir zusammen gehen? Ich glaube schon, ne? So geht das. Oh, komm, das machen wir KI. Ach ja, hier, KI. Oh, warte mal, KI. Machen wir alle KI? Komm, wir... Alter, wir gucken, was unsere Verbündeten jetzt machen. Und greifen einfach mal an. Ich meine, das müssen wir ja wohl schaffen. Gucken, was unsere Verbündeten so machen. Und wir haben nur die hier. Ah, komm, wir gucken mal, was die so packen. Und machen mal... Achso, wir müssen erstmal Rambock und zwei Türme. Und drei oder vier Türme. Guck mal, vielleicht greifen die uns hier an. Schlagung fortsetzen. Der keiner Verschleiß. Chrom Zink. Und hier sind wir noch. Okay. Jetzt machen wir zwei Schlachten. Erstmal die. Mal gucken, ob wir dann überhaupt noch Zeit haben. Sie fliehen! Sie fliehen! Die kommt gleich wieder. Jetzt mache ich nämlich denen ihre Festung platt. Pazifief. Mods. Sehr schön. Ich glaube, dann können wir auch schon wieder Runde beenden. Da läuft es noch. Was war das denn gerade? What was that? Unfassbar. Reikland. The Reikland? Sylvanas. Ja, von mir aus. Ah! Echt so schlecht? Drei Schwarzorks. Okay, drei Schwarzorks und die beiden Trolle sind gut. Die Moschas sind gut nach Goblins. Die haben halt ziemlich viele, was sind das denn hier für Typen? Schon irgendwas mit Weiß? Guck mal, wie der Anführer aussieht. Ach, das ist Hauab. Hat mich schon mal ein Hauab? So, die kommen jetzt alle. Ich würde sagen, wir bleiben einfach im Zentrum. Ah ne, es sind keine Bogenschützen. Doch. Bogenschützen? Doch, die haben ein paar Bogenschützen, aber jetzt nicht so viele. Okay. Philipp, das würde nur bis da reichen. Was ist, wenn wir nur diese eine Mauer halten? Aber die haben so viele Bogenschützen hinten. Das ist zum Kotzen. Wir lassen sie reinkommen. Die werden ja wohl nicht mit den Bogenschützen überall drüber schießen können. Leider keine Fanatiker. Die auch nicht. Bleiben wir hier. Wir lassen sie kommen. Schwarze Orks. Ist jetzt auch irgendwie noch so ein schwarzer Ork-Boss gekommen, ne? Ach, die sind ja sogar alle schwarz. Ach, die heißen irgendwie nur, weil die irgendwie...
schwarz von der Hautfarbe sind oder so. Kann es sein. Gibt ja auch dunkelhäutige Orks. Ach, da wird schon einer zusammengeschossen. Cool, ne? Die haben eine der coolsten Fraktionsfarben. Rot-grün sieht man selten. Sieht sehr cool aus. Oh, auf die da zuerst. Auf die da. Und volle Kanne drauf. Und die Trolle auch drauf. Boss. Da ist er. Ah, ne, da ist er. Okay, wir holen die Schwarzhocks auch noch mit rein. Die gehen auch angreifen, scheiß drauf. Und die gehen auch über die Flanke. Egal, wird gehen. Oh! Da kommt die Elite der Eliten. So, die Trolle nochmal zurückziehen, sammeln. Die Schwarzhocks erstmal ein bisschen aufräumen. Wir machen das doch alleine. Kommen alle Angriffe, dann kommt ihr auch da durch. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Okay, der ist gleich tot. Oh. Voll vergessen. Kann man die Spinne hier durchleiten. Eternal Defenders. Sehr schön. Das war denn ihr Boss. Na, die können die da hinballern.
Sehr schön. Oh, oh, da müssen wir aber aufpassen. Da habe ich nicht geguckt. Sehr hässlichen Spinnen, ne? Mach die Moral mal weg. Schaffen die das hier? Nee, ne? Macht sie nieder. Bitte. Oh Mann, das sind auch noch ein paar. So geil sind Schwarzochs dann doch nicht. Pfeile haben auch kaum noch. The battle is lost. Black is the new green. Okay, vielleicht gehen wir da unten mal helfen. Machen wir mal erstmal die rückziehenden Truppen nieder. Das ist nämlich ganz gut gerade. Black is the new green. Wir haben den Spieß umgedreht, ja? Jetzt sind. Ja. Alter, die sind aber echt hartnäckig. Die werden ausradiert. Dann schicken wir die mal da drauf. Da kommen nämlich die noch. Und die da drauf. Die Schwarzen halten ja noch ein bisschen. Mal hier sortieren. Und drauf da. Sind nur noch so Mobs. So, die decken den Rücken. Unsere. Oh. Nicht so toll. Warte mal, alle. Oh, jetzt müssen wir uns aber hier mal gerade sortieren. Mist. Ah, endlich. Ha, Klacks. Oh, meine Güte, was ein Gemetzel. Mein Gott, Walter. Extremo Valtero. Führersieg. Einheiten verstecken durch, ja, machen wir. Ich weiß, ob die wiederkommen. Aber ich glaube, wir kriegen sowieso super krasse Verstärkung. Set ist very krass.
Okay, Grunkzind. Nördliches Gebirge. Tut mir leid, ich bin immer so weit weg von... Okay. Schluck euch hier so. Marschierer machen wir, das habe ich noch nicht gemacht. Steinpfosten. Ach, das schaffen wir noch, oder? Machen wir mal KI. 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 Und ich spiele. Los geht's. Muss ja wohl schaffbar sein. Ein Rambock haben wir. Yeah. Das wird ein Gemetzel. Gemetzel. Okay. Wir greifen hier an, würde ich sagen. Wir haben den Rambock, also sollten wir das auch nutzen. Möglichst schnell. Das ist Hönigschauer. Toll, wir haben direkt irgendeinen Zauber abgekriegt. Da kommt die Verstärkung! Männer! Da kommt Huck. Oh, der ist auf dem Squeak. Die Orks haben die normalsten Ramböcke und so überhaupt. Goblins, Entschuldigung. Oh, scheiße, haben die echt so krasse Türme? Können wir da hinten mal Verstärkung oder so? Oh, die kommen alle hier raus. Das ist krass. Das ist krass. Alter, guck mal. Spinne. Trolle. Yeah. Ich denke mal, unsere werden schnell das Zeitliche segnen. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwas fokussen. Da ist ein Nekromant. Ich sehe den Boss noch nicht, der ist da. Bringt nichts, so auf die Skelette zu ballern. Nimm alle drauf. Oh, ja, da treffen die Katapulte, das ist gut. Bestimmt auch eine Breche irgendwo. Es sei denn, ich glaube, wenn Leitern dran sind, machen die gar keinen Schaden mehr, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Hoffentlich geht das dann nicht nach hinten los. Ah, guck mal, sehr schön. Das habe ich ja nie gesehen. Guck mal, das ist wie so eine Kathedrale hier. Weißt du, Vampire hassen Religion, aber alles sieht irgendwie kirchlich aus. Meine Güte, das sind die... Die haben sie geschwächt, ne? Die waren mal krasser, diese Seelengeschosse. Nekromant ist noch da oben. Unzerstörbar, ja genau. Das schaffen wir doch ohne Probleme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwie ein Problem wird. Los, Goblins, los! Guck mal, die warten, dass die Breche entsteht. Dauert nicht mehr so lange. Da ist die Breche. Lassen wir die mal alle alleine durchgehen. Die Trolle. Wo ist unsere Spinne? Geht die zur anderen Mauer? Ja, die geht zur anderen, zum anderen Tor. Oh, das ist ein Warkwolf. Vampir, tot. Was ist ein Vampir denn schon? Mach den da weg. Immer noch am Leben. Immer noch drauf schießen, bitte. Boah, Alter, guck, wie sie alle Schlange stehen.
Uah, da hat's gut gesessen. Da kam mal Spratte in die Kamera geflogen. Da macht uns bestimmt alle platt hier. Mortys Schrein. Morty! Komm, schieß schon mal da drauf. Vielleicht geht das ja. Ist der nächste Nekromant. Der ist fast down hier. Und das war er, glaube ich. Das schafft ihr, oder? Oh Gott! Lass mal dahin vielleicht. Was ist das? Das ist eine Katapulte, ne? Die Mauern gehören uns. Das ist ja die Zentrum. Zentrumsmauern. Mortys Schrein ist weg. Ne, da ist er. Ihr schafft das schon. Wie sieht es hier hinten aus? Da sind sie auch am Durchbrechen. Sehr schön. Spinne kommt auch rein. Das ist die Superspinne, ne? Ne, das ist eine normale. Aha. Ja. Mach. Das sieht zu krass aus, ne? Und... Bumm. Alter, sind alle drumherum gestorben, oder? Gab auf jeden Fall ein bisschen was. Ist halt alles dunkel. Die Sonne steht halt scheiße. Das ist halt manchmal echt nervig. Gibt halt viel Friendly Fire, aber wir haben ja genug Goblins. Also nicht ich, aber meine KI-Freunde. Spinnis drin. Der feindliche Kommandant wurde verwundet. Wer hat ihn denn... War das der Kommandant? Das ist ja gut. Ich dachte, das ist hier oben. Ach, der ist da runtergelaufen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das war doch nur ein Nekromantensymbol. Ich dachte, der wäre hier oben gewesen. Oh, das ist auf jeden Fall sehr gut. Jetzt noch den Jakob Gerhof. Wir haben sogar Orks, guck mal. Ich glaube, die Gegner lösen sich jetzt auf. Das war's so allmählich. Wargulf hat noch voll Leben. Wir müssen eigentlich auf den schießen. Ah, egal, auf den. Auf den Tod. War das umsonst? Ja, er ist sowieso tot. Ah, Moral geht runter. Er verliert Lebensenergie. Vampire sind eine der coolsten Fraktionen, meines Erachtens. Die zu spielen ist ziemlich cool. Man baut ziemlich schnell Armeen aus. Man kann doch so ein bisschen auf Spaß spielen und halt ganz viele normale Untotenarmeen nebenbei hermaschinen lassen, so als Futter. Meat Shields. Fleischschilde. So, das ist ja jetzt auch tot. Das war's. Sie lösen sich auf. Dort war es. Cool. Obwohl, die da sind noch voll intakt. Aber der hat, die lösen sich alle ziemlich auf. Ach, die sind wieder da. Gar nicht gemerkt. Da holen wir mal unseren Boss rein. Oder wir lassen den mal in den da kämpfen. Ach, das ist eine Flederbestie. Da sind schon ein paar dran. Auch keine Moral mehr.
Die Spinne ist am Aufräumen. Ach, so ein Leichtwagen. Cool, wie geil, ne? Ist das so lustig. Grausam auch. Stellt euch vor, es gibt so einen Feind. Blech. Das war's. Der löst sich, glaube ich, auch jetzt auf. Verblasst. Ja, ich glaube, das heißt das, ne? Da, die sterben, das Rote. Ah, jetzt. Wenn da so rote Flammen wabern. Ah. Es hält mich immer plötzlich gegen Untote. Ja, jetzt der Feind, ich komme dann tot. Da war er doch noch. Cool. Oh, 11 Minuten haben wir ungefähr gebraucht. Sehr schön. Hätten die ein paar mehr normale Untote gehabt, wäre es schon viel schwerer gewesen. Ich finde halt, die Belagerungen sind manchmal ganz cool, aber definitiv nicht. Ich fand das cool am Anfang, nur eine Mauer. Da muss man sich wenig Sorgen um. Warte, man hat alle Kämpfe auf einer Mauer fixiert. Aber dann sind diese Mauern so riesig, dass man wieder nur teilweise die Mauern verteidigen kann. Plündern und besetzen, sehr gut. Mal jetzt mal nicht ausrauben. Neue Zutat. Wunderschön. Was sind die Nightgoblins? This way! Alright then! Alright then! Jawohl! Jawohl. Das. Gehorsamstrafe durch An- und Abwesenheit, Korruption, Unverdorbenheit plus 1. Wir könnten das machen. Auch nochmal Unverdorbenheit. Können wir durch diese ganze Vampirpest mal loswerden hier. Oh, haben wir noch genug Geld. Okay, oh, komm, wir machen nochmal schnell hier. Teuer, teuer. Okay, jetzt haben wir es. Cool. Cool, cool, cool. Okay, Leute, bis zur nächsten Folge. Warhammer. The Warden in the Pouch. Wie heißt das überhaupt in Deutsch? Muss ich mal gucken. Haut rein, Leute.